Willkommen, Leute, hier zu einem kleinen Überraschungsprojekt meinerseits. Denn ich habe dieses Spiel einfach nur auf dem Flohmarkt gefunden für 5 Euro und dachte mir, ich kenn's. Ich hab's einmal nicht ganz richtig durchgespielt. Mach ein EP draus. Okay. Wir spielen Chaos Legion. Oder Chaos Legion. Mit dem Bier, das wollt. Tutorials lasse ich mal raus. Wir starten! Warum ich Tutorials raus lasse, ist eigentlich ganz einfach hier erklärt. Tis the darkest glyph thou bearest to sacrifice of stray souls to some unearthly force. Verstehe. Unearthly force shall obey and serve thee. Tis named Chaos Legion. Das spielt auch so. Oh mein Gott! The sinner shall be atoned, even though no punishment will be enough for your sin. Sela, why? Why were you taken from me? Er weiß das why? Schon, was auch immer das da ist. The answer is within. I shall never forgive you for what you have done. It's still too soon for you to meet your end. First, you'll have to suffer through the underworld. Follow me, Zeke, for your atonement is waiting for you. Come see the hidden truth of this world. Once a pious man had fallen into the dark side, this tragedy began to unfold. Last night, Sir Clovis, a considerable member of our Order of St. Overia, was murdered. After stealing the forbidden Apocrypha of Ezark, the suspect managed to escape. His name is... Victor Delacroix. What led that virtuous man to commit such an outrage against order is unknown. But there is no time to waste. You must track him down. The Knight of the Dark Glyphs, Zeke Varheit. Yeah. Victor Delacroix. Jemanden Kreux? Das ist jetzt Ingame-Grafik, also ja, PS2-Spiel. Falls ihr es euch nicht habt denken können. Wir sind Zeke Varheit. Wir sind der Ritter der dunklen Glyphe. Autsch. Ich hab mein Mikro gehauen. Schnüffel! Ihr wisst schon, Schnüffel, Schnief, sowas in der Richtung. Wir können springen. Wir können attackieren. Wobei wir natürlich momentan noch auf die Basics, ich sag mal, zugreifen müssen. Wir können aber auch eine dunkle Legion beschwören. Das hier, Leute, ist Thanatos. Thanatos ist eine sehr nette Legion. Wichtig ist allerdings, beschwört ihr eine Legion, verringert sich unsere allgemeine Kampfkraft. Das ist nicht immer von Vorteil. Nochmal gut. Mit der Dreiecktaste könnt ihr der Legion den Befehl zum Angriff geben. Einfach per Hand, wenn ihr das möchtet. Und ab und zu, sie macht es eigentlich so wie sie möchte, aber man kann sie halt auch dazu auffordern, sag ich mal. Sagen, komm jetzt, mach mal. Wenn ihr eine Legion beschwört, könnt ihr übrigens auch nicht mehr rennen. Das ist doch mal so ein kleines Detail, auf das ihr achten solltet. Und ich möchte anmerken, dieses Spiel wird schwer. Bis zu einem bestimmten Punkt im Spiel werde ich hier Probleme haben. Und fangen wir mal so an, dieses Spiel setzt ein Checkpoint-System ein. Was das heißt, werde ich jetzt kurz erklären, indem ich die Karte aufrufe. Ihr seht hier die Karte. Das hier gilt als eine Karte mit mehreren Kampfgebieten. Sterbt ihr innerhalb von einer Karte, müsst ihr die gesamte Karte neu machen. Sobald ihr aber eine Karte abgeschlossen habt und dann sterbt,
müsst ihr nur ab diesem neuen Gebiet starten. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn ihr einen Boss erreicht, das sind normalerweise einzelne Kartengebiete, dann könnt ihr den Boss so oft neu versuchen, wie ihr wollt. Das ist gut. Wenn ich also mehrere Tode hintereinander bei einem Boss erleide, werde ich euch eine Art Todesrad gegen Ende zusammenstellen und werde dies vermutlich am Ende des Videos laufen lassen. Auch nochmal mit meinem Kommentar wahrscheinlich. Je nachdem, wie lange das Video selber ist. Ansonsten, eigentlich kann ich mir so nicht recht sehen, dass ihr euch bestimmt gefallen, wenn ihr sehen könnt, wie ich die halbe Zeit am Sterben bin. Eine Legion kann übrigens noch was anderes. Das werden wir einfach mal hier demonstrieren. Die können sie auch direkt beschwören als eine Art Zauber, wenn ich sie nicht so hätte. Danke. Und Thanatos, ja, ihr seht, macht was sehr, sehr Schönes aus dem Gegnern. Nämlich flambiertes Hackfleisch. Bei diesen Gegnern ist übrigens der Kopf der Schwachpunkt, also wenn ihr irgendwas attackieren wollt, bitte sehr. Wenn es ein Zielmonster gibt, dann werden sich normalerweise alle Monster auflösen, sobald ihr dieses Zielmonster besiegt habt. Deswegen kamen jetzt gerade die ganzen grünen Seen zu mir. Besiegt ihr nämlich nur das Zielmonster, werden die normalen Monster zu, ja, man könnte sagen, heil sehen. Wie man das jetzt möchte. Das heißt im Großen und Ganzen für uns, wir bekommen unsere Gesundheit zurück. Das ist ab und zu gar nicht mal so verkehrt. Wenn ihr wisst, dass ihr das Zielmonster schneller auslöschen könnt als alles andere. Das Ding hier ist ein Monster-Generator. Das Problem mit diesem Ding ist, dass jetzt all diese, ich weiß gar nicht, wie die Teile heißen, wenn wir einen offiziellen Namen haben, dann weiß ich es nicht. Wenn der in den Großanweisungsheften stehen würde, ich hab's leider nicht. Zumal die Hülle scheinbar auch nicht original ist, das spielt aber was Gutes. Aber ja, diese Viecher hier würden immer wieder respawnen. Also das ist schon mal nicht gut. Das hier ist ein Seelenwiederherstellungs-Item. Ihr seht ja, wir haben oben links stehen Life und Soul. Soul ist jetzt auf 1. Das heißt, ich kann Thanatos einmal beschwören mit diesem komischen Killangriff. Zu mehr äußere ich mich dann später. Es gibt aber noch mehr Items. Es gibt sogar sehr, sehr wichtige Items. Es gibt auch Items, die unseren Status verbessern. Und das sind die Items, hinter denen wir her sind. Früher oder später werdet ihr die Option erhalten, die Level wieder neu zu spielen. Das heißt, einfach nochmal ein Gebiet neu zu erkunden. Und so könnt ihr euch dann im Großen und Ganzen endlich viele statuserhöhende Items verdienen. Was ich als sehr praktisch empfinde. Ich meine, natürlich muss man dann das erstmal hinkriegen, wie auch immer zu schaffen, diese Gebiete. Aber wenn ihr ein Lieblingsgebiet habt, in dem ihr gewinnen könnt, wo ihr wisst, da gibt es zumindest ein, zwei von diesen Objekten, dann ist es eigentlich keine schlechte Idee, dieses Gebiet dann einfach nochmal aufzusuchen. Das ist eigentlich das, was ich sagen möchte damit. Der Tod ist gut. Das wandern alle. Wunderbar. Ich war aber der Meinung, es gibt hier noch ein Item. Ich kann mich immer täuschen. Ich glaube, ich täusche mich. Aber ja, momentan sind wir sehr begrenzt, was unsere Technik angeht. Ich habe mal vorgespielt, auf Level 11, I guess. Ich muss alles finden. Das ist immer so, was ich überprüfe, wenn ich bei sowas bin. Muss ich alle töten? Muss ich nur einen töten? Aber das stand vermutlich auch, vernichten sie die Gegner und nicht. Rennen sie an allen Gegnern vorbei und gucken sie mal, was abgeht. Naja, ne. Zu den Erfahrungspunkten. Ihr erhaltet einfache Erfahrungspunkte, wenn ihr, ja, gegen die Gegner einfach nur kämpft. Wenn ihr sie kontert, das heißt, in dem Moment attackiert, wo sie einen Angriff starten, kriegt ihr doppelt so viel. Und wenn Legion sie tötet, kriegt man fünfmal so viel. Ich glaube, irgendwie so war das. Entweder fünfmal so viel oder auch doppelt so viel. Auf jeden Fall lohnt es sich theoretisch zu kontern. Es lohnt sich auch theoretisch eine Legion zu benutzen zum Töten, aber oftmals ist das
ja, es kann gut sein, es muss nicht gut sein. Das ist so die kleine nervige Tatsache, die ich da im Prinzip im Kopf habe. Es kann mal gut laufen, es muss nicht gut laufen. Später wird man alle 100 Gegner ein Item finden, normalerweise. Kommst du mir zum Kopf? Hier momentan ist es jetzt eher weniger so. Ja, der dürfte tot sein. Aber hier seht ihr übrigens, das ist jetzt das neue Kartengebiet gewesen. Jetzt kommen wir hier nochmal durch. Dann haben wir wieder eine neue Karte. Hier lebt noch irgendwo einer. Wo lebt denn hier noch einer? Den ich wieder übersehen habe. Ja, natürlich genau am anderen Ende. Besser. Ich wollte schon sagen, immer noch nicht. Am Ende werdet ihr übrigens à la Devil May Cry bewertet. Dieses Spiel ist aber auch von Capcom, also wenn man hier, ich sag mal, gewisse Ähnlichkeiten feststellt, dann könnte man sagen, hat das schon so seinen Sinn. Okay, und das hier ist jetzt unser, in Anführungszeichen, Boss. Weil das Ding hier ist kein richtiger Boss, wie ihr merkt. Da macht Thanatos ganz schnell ganz kurz den Prozess raus. Und damit haben wir dann im Prinzip diese Stage schon hinter uns. Das ist eine neue Legion. Die Schwertlegion, das Schwertwappen, glaube ich sogar. Schwertwappen? Schwertwappen. Wunderbar! Leider werden nicht alle Stages so gut verlaufen wie die hier, das weiß ich noch. Ich zähle da oben übrigens nur 6 Teile, das finde ich ganz interessant. Höchstes Wappen zerbrochen. Sie können Thanatos nicht beschwören, weil das höchste Wappen zerbrochen ist. Doch gelingt es ihnen, die Bruchstücke wieder zu finden, dann was? Ja. Thanatos ist kaputt! Ab sofort haben wir nur ein Schwertwappen. Hurra! Delacroix! Das war unnötig, Delacroix. Die ist auch so schlimm genug. So, what happened to the Legion's power? Huh. The time has come. It's time to show you the abyss of the darkness. Sela! I came to save you, but you saved me. What did you see? Dreaming of Sela's forgiveness? Come, join me, and I shall liberate you from the dark spirit. Ja, dieses Spiel erinnert mich an viele Spiele gleichzeitig. Das hier ist jetzt eine Szene aus Devil May Cry 3. Ja. 3 Jahre später. Vorabend des Tages des Geistes, Dufan. Dufan has been destroyed. Yes, Your Excellency, the scout has reported. The city was destroyed and seized last night by an unknown attacker. Unfortunately, no survivors have been reported. Also what? There aren't any bodies, none at all. Not even a bloodstain. Only the remains of the charred city. And a message that was scrawled on the castle's wall in blood. It says, I am indeed the punishment for your sins. I am here to purify the three worlds. This couldn't have been done by an ordinary man. There is only one with the ability to make a whole city disappear, barely leaving a trace. And from the resolute message found on the castle wall, it could only be him. Doubtless. There is no time to waste. Find him.
muss ich immer an Superman 64 denken. And there's no time to waste. Let's go. Okay. Hier habt ihr jetzt die... Ich sage mal, den Abschlussbildschirm. Wodurch nochmal die Erfahrungspunkte angezeigt werden. Wie schnell man einen Boss besiegt hat. Wir haben jetzt 9 Sekunden gebraucht. Wir hätten 1 Minute 30 dafür gehabt. Die Schlaganzahl, also längste Combo, wie viel HP man am Ende des Levels hatte, die Seelen, die man aufgesammelt hat. Bei Spezialmonster weiß ich gerade gar nicht, was damit abgeht. Wusste ich nie. Aber je nachdem, wie ihr euch geschlagen habt, bekommt ihr noch ein Item zugesteckt, sage ich mal so ganz nett. Das Schwertwappen mit der Legion Schuld. Im Prinzip, da kann ich jetzt aber drauf noch zu sprechen, bevor wir das nächste Gebiet starten. Ihr habt also hier einen Zwischenbildschirm. So, ihr könnt jetzt Legionen aktivieren. Es sind jetzt nichts vorweg, wenn ich euch zeige, dass es so viele gibt. Thanatos ist die letzte. Schuld, Hass, Böse, Arroganz, Makel, Lästerung und Thanatos. Ja. Wir haben momentan nur das Schuldwappen. Wir können uns unseren Status anzeigen lassen. Da seht ihr, wir haben noch sehr viel Platz nach oben. Was Verteidigung, den Angriff, die Seelen, die Lebenskraft angeht. Spieleraktionen sind die Sachen, die wir schon machen können. Logisch. Wir können Legionen aufwerten, dafür brauchen sie aber Erfahrungspunkte. Dann könnten wir zum Beispiel mehr Legionen gleichzeitig haben, ihre Techniken verbessern, andere Techniken lernen, die wir ausnutzen können, solange wir sie ausgerüstet haben, oder die Legion einfach selber komplett verstärken. Dazu dann aber später mehr, wenn ich es wirklich machen kann. Obwohl, ich kann kurz noch zeigen. Legionsaktion. So, mit Schuld können wir im Prinzip sie beschwören. Das ist der Force-Angriff. Force Level 1. Das heißt, wir haben 3 von ihnen gleichzeitig auf dem Feld. Mitternachtsstrafe ist im Prinzip die Beschwörung. Die werde ich noch zeigen. Dark Ripper ermöglicht es uns, 6 Schläge zu machen, anstelle von nur 4. Unter Objekt könnt ihr Objekte einsetzen. Brauchen wir momentan nicht, weil wir nur Heil-Items und ja, das Wappen selber haben. Dazu dann später mehr. Wir können leider nicht à la Devil May Cry hier Sachen kaufen. Das heißt, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder, wenn wir Ebene 1 beginnen. Und der Horror geht los mit dem Sterben. Auf Wiedersehen. Und tschüss.